Heute machen wir ein XXL Mystery Box Süßigkeiten Opening mit den krassesten Süßigkeiten der Welt, die ihr mit Sicherheit noch nie gesehen habt, gegen meine bezaubernde Freundin. Es wird unglaublich krass, Freunde. Wir fangen an. Was ist das denn? Oh! 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 So Leute, wir fangen jetzt auch einfach mal direkt an. Wir haben hier zwei richtig krass schwere Mystery Boxen. Beide tatsächlich zugeschickt von Sugarfari. Es gehen schon mal ganz liebe Grüße raus. Checkt auch gerne mal die Internetseite von denen aus. Sugarfari ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wissen beide nicht, was in unseren Süßigkeitenboxen drin ist. Es wurde beides von denen zusammengestellt. Hier sind so amerikanische Süßigkeiten drin. Alles aus der kompletten Welt, Freunde. Und ich habe richtig Bock. Ich feiere so Süßigkeiten. Freust du dich? Total. Sehr zuvorkommend. Vielen lieben Dank. Jetzt machst du das mal lieber auf, ich will dich nicht abstechen. Let's go! So, und dann würde ich auch einfach mal sagen, wir greifen jetzt hier beide schon mal rein, ohne zu gucken. Und ich hole mal bei mir die erste Sache raus. Und Digga, die ist übel schwer. Hä? Was ist das denn hier? Und was hast du? Zeig mal deins. Okay, zeig mal am besten einmal in die Kamera, dass man das sehen kann. Ach, das ist Fruchtgummi. Oh mein Gott, es sind so Süßigkeiten halt einfach. Ich dachte, das wären jetzt gerade wirklich Nudeln. So, und hier sind jetzt so, keine Ahnung, das ist so Asia to go. Oh, meins ist voll schick. Meins ist voll unspektakulär. Was ist das denn jetzt? Meins hat so hübsche Ausmalbilder drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gut. Ich greife da mal mehr rein. Ich glaube, meins sind einfach so Marshmallows oder so. Das sind einfach so richtig coole kleine Keksdinger. Hä? Dein sieht voll geil aus. Freunde, es ist dann natürlich auch eine Punkteliste eingeblendet, welche Süßigkeitenbox am Ende mehr Punkte hat. Und ihr schreibt dann auch in die Kommentare, was ihr cooler findet. Aber ich muss jetzt schon sagen, ganz klar der Punkt an dich, oder? Zu 100%. Toll. Oh. Ach, Takis. Also das hier sind so Dinger, ich habe die tatsächlich selber noch nie gegessen, Freunde. Weil ich weiß tatsächlich von Lenny, dass der die inhaliert wie so ein Geisteskranker. Oh, meine sehen richtig cool aus. Schau mal. Hä? Das sind voll die coolen Sachen. Hast du schon gezeigt, wie das von vorne aussieht? Na, da. Okay, dann würde ich sagen... Also meine sind auch geil. Okay, wir tauschen einmal. Hä? Keine Ahnung, was das hier ist, was du hast, aber diese Dinger hier sind krass. Aber meins finde ich auch gar nicht so schlecht, aber wir geben wieder den Punkt an dich, würde ich sagen. Wir greifen wieder rein. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Hast du was? Ja. Oh, ich habe das, was du am Anfang hattest. Aber ich habe das hier bekommen. Hä, das sind Salsagettis? Freunde, zieht euch das mal rein. Hier ist so ein random, so eine Soße einfach drin. Verarscht mich, das ist nachher so geisteskrank, so scharf. Und eigentlich macht das keinen Schwanz so da drauf, weil alle so Angst haben, dass so der Po dann danach brennt, oder? Wer zur Hölle denkt sich so eine Süßigkeit aus und wer zur Hölle kauft das? Menschen, die Wassermelone lieben. Ich schmeck da nicht ein bisschen Wassermelone raus. Schmeckt nicht. Ich gebe sogar dir den Punkt. Hä, das war übel random. Übel random. Wir greifen wieder rein. Und ich habe hier, glaube ich, was ganz Cooles gefunden. Ich glaube, du hast ein Getränk. Hä? Ich habe so einen Fisch. Oh. Hä? So ein grüner Sirup. Ja. 2000 Jahre später. Hör doch auf. Nein. Doch. Ich will das Getränk jetzt aufhaben. Da fehlt irgendwas von der Anleitung, oder? Boah! Ups. Was für ein Das wird jetzt desinfiziert. Nein, ich spüre es einmal eben kurz ab. Ich spüre das einmal kurz ab. Hilfe! Albrecht, ich brauche jetzt einen Hammer. Das ist zu gefährlich. Kann man das nicht überspringen? Nein! Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott! Er ist aber auf. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Es hat nur 10 Stunden gedauert. Aber ich habe jetzt auch meinen Fisch hier. Keine Ahnung, was mein Fisch kann. Aber ich beiße jetzt einfach in den Fisch rein. Weißt du, das ist wieder so ein Getränk, das findet Lenny so voll geil. Komm, wir geben meinen den Punkt, weil deins, da bin ich fast dran gestorben, okay? Und wir kommen zur nächsten Sache. Und ich habe hier etwas. 1, 2, 3. Nerds Rope. Die sind gut. Ich hab ein bisschen Angst vor meinen. Ich hab so Wasabi-Chips. Was zur Hölle ist das? Eine coole, lange Gummischlange.
Ich hätte mir die schlimmer vorgestellt. Wir geben dir den Punkt. Wir greifen wieder rein. Aktuell führst du Haus hoch. Ich habe ein Getränk. Oh. Zeig mal. Das sind so Brausebonbons. Inka-Cola? Einfach sagen, so eine Cola. Mein Getränk ist einfach gelb. Du stirbst ja einfach. Krass. Hä? Oh, die sind richtig lecker. Du wirst wissen, was ich meine. Mag man dann gar grau? Nee. Ich würde halt deinen den Punkt geben, weil die so außergewöhnlich waren. Aber so ganz komisch irgendwie. Okay, dann geben wir auch wieder dir den Punkt. Okay, wir greifen wieder rein. Was ist das denn? Was ist das denn? Rootbier? Nee, ist das wirklich Bier? Meine sind einfach so klein und rosa. Es sieht einfach aus wie Kreide. Ich verstehe nicht, warum kauft man sich denn sowas? Das ist halt einfach Zahnpasta. Dann muss man eins noch probieren. Okay, geben wir mir dann doch deinem den Punkt. Nein, nein. Geben wir mir den Punkt. Okay, Freunde, wir räumen einmal ganz kurz auf und dann geht's weiter. Da ist auf einmal alles weg. Okay, wir machen weiter, Freunde. Wir machen jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen reingefühlt und es sind tatsächlich noch einige Sachen drin. Ich greife rein und meine nächste Sache ist was ziemlich Großes. Es sind einfach nur Schokoladenspitzen. Okay. Hä? Hä? Schau dir den mal an. Wir geben denen den Punkt, oder? So, wieder was Großes, Freunde. Milk Dots. Lol, das sind so Bonbons. Ich hasse das, wenn so Zeug an meinen Zähnen klebt. Probiere meinen Churro. Geben wir beide einen Punkt. Okay, weiter. Ich habe wieder ein Getränk. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe einen Kuchen. Okay, Freunde. Was? Das ist einfach so aus Brasilien. Original do Brasil. Dein Kuchen ist sehr komisch. Hast du schon die Verpackung gezeigt? Der kommt irgendwie so aus China oder so. Ja, habe ich schon. Dein sieht sehr komisch aus. Was sagst du, welche Farbe ist meins, ohne jetzt zu gucken? Das ist Original Guarana. So rot, pink, lila. Oh, nicht rot, pink, lila. Prost. Ich glaube, ich krieg den Punkt. Hä? Du kriegst den Punkt. Ich habe Rocky Road. Was hast du denn da? Irgendetwas, was leicht gruselig aussieht. Okay, meins sieht aber cool aus. Sieht aus wie so ein cooler Riegel. Das ist irgendwie so Schokolade, Marshmallow und irgendwas mit Crackers. Was ist das? Hä? Ist einfach nur so ein Stab. Und da ist jetzt ganz viel Food aus. Das heißt, man muss ihn ablecken. Ich hole diesmal mir den Punkt. So, Freunde, wir sind jetzt bei den letzten zwei Sachen angekommen. Ich hole meine Sache raus. 3, 2, 1. Aber Zabba. Das sieht aus wie so ein von so einem Taxiunternehmen. Was hast du? Hä? Was ist das? Ich weiß auch nicht. Pass das mal an, wie hart das doch ist. Oh mein Gott. Was ist das mein denn? Mein Ding besteht nur aus Zucker und Wasser. Aus Zucker, guck Glucose mal und Wasser. An. Das ist einfach so ein weißes Ding mit so einem Bobbelding. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Okay, wir probieren mal eins. Oh, ist das Erdnuss? Hm? Oh, da habe ich noch gar nicht drauf gebissen. Ich muss auch noch mal. Also es schmeckt wirklich schlecht. Also so scheiße finde ich das nicht, aber ich finde es auch nicht geil. Komm, wir gehen mit dem Taxi die Punkte, Freunde. Fürs Taxi! Okay, und wir sind bei der letzten Sache angekommen. 3, 2, 1. Oh, du hast Warheads, zeig mal. Von denen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe Margot. Ich halte das jetzt mal hier hin und hoffe, dass irgendeine Kamera das einfängt. Aha! Oh, mein Gott. Lol, da steht extrem sauer. Gib, ich will auch. Oh! 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 Ich wollte gerade sagen, so Santa sorgt es dagegen so gar nichts.
Welchen Punkt geben? Komm, wir geben einfach dir den Warhead. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am interessantesten fandet. Und bis dann. Tschüss. Das müsste eine Fortnite-Skin werden.